Wenn deine Mutter sich in ein Biest verwandelt hat, ist vieles anders. Alles muss man sich dann selber kümmern. So, als wäre sie gar nicht da. Wobei, manchmal ist es auch ganz gut, ein Biest als Mama zu haben. Die verbieten einem nicht andauernd alles. Badidibu. 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 Biester kann aber auch echt peinlich sein. Überall verbreiten sie schlechte Laune. Deswegen wollen die meisten Leute auch nichts mit Biestern zu tun haben. Und wenn die Sonne untergegangen ist, ist es besonders still. Dann haben Biester manchmal so schlechte Laune, dass sie sogar alte Fotos zerreißen, auf denen sie noch gute Laune hatten. Biester kriechen nachts zu dir ins Bett. So ähnlich wie Hunde und Katzen. Es ist echt gemütlich. Wobei. Zu gewinnen ist ganz leicht. Ja. Biester sind sehr biestig untereinander. Da muss man sie beruhigen und ihnen zeigen, dass alles in Ordnung ist. Obwohl das gar nicht stimmt. Niemand weiß, wie lange so eine Verbiesterung dauert. Es braucht Zeit und Geduld und viele schöne Sommertage. Zusammen ins Kino gehen und das Treffen mit einer alten Freundin, die Mama schon lange nicht mehr gesehen hat. Ein neues Kleid kaufen und viele Telefonate. Irgendwann, wenn du dich schon richtig an das Biest gewöhnt hast, dann verwandelt es sich wieder in deine Mutter. How? Auch nicht so leicht am Anfang. Eine Mörder?
Mütter sind auf jeden Fall besser als Priester. Keine Frage. Manchmal finden sie sogar neue Freunde und sind dann wahnsinnig gut drauf. Fast ein bisschen zu gut, finde ich. Papa braucht noch ein bisschen länger. Bis dahin spiele ich Fußball. Am liebsten mit ihm. Would it be okay with you if we posted this to the Bar Association website? As long as it looks okay. We'll let you check it first. Thank you. Anybody else have a question I can answer quickly? Or not so quickly? Happy to stay around. Okay. We hope to stay with this for as long as you want to.